Baum fällt an die Bühne, auf die Bühne, er ist Organisationsberater und hat einen ungefähr zweijährigen langen Prozess mit Gemeinden begleitet. Was brauchen Gemeinden in der Zukunft? Und möchte kurz seine Erfahrungen uns mitteilen. Danke dir, Leo. Ja, danke. Wir, also mein Unternehmen, macht auch die, sagt man, Netzwerkmanagement für die ganze Leadergruppe in Österreich. Es gibt über 70 Leadergruppen in Österreich. Und dort haben wir einen Arbeitskreis gebildet, eine Arbeitsgruppe Gemeindeentwicklung. Und der Hintergrund war folgender. Wenn Politik gemacht wird, kann man sich ja entscheiden, ob Politik als Produkt vermarktet wird, das heißt Produktpolitik gemacht wird, oder ob Resonanzpolitik gemacht wird. Produktpolitik bedeutet, dass ja, das ist ja naheliegend, weil politische Parteien bewerben sich und da sind sie im Wettbewerb, sie müssen sich profilieren und sie müssen ein Produkt anbieten. Der Haken ist nur bei einem Produkt, entsteht immer beim Gegenüber Gewährleistungsansprüche. Das heißt, das Beziehungsangebot zwischen Politik und den Bürgerinnen ist im Prinzip ein distanziertes Modell von Beziehung, weil die Bürgerinnen können dann auch Gewährleistungsansprüche stellen. Und das machen sie mit zunehmendem Maß. Wohingegen die Resonanzpolitik davon ausgeht, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst Politik gestalten. Und das haben wir überprüft in einer Arbeitsgruppe, wie ist das eigentlich? Und da haben wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen, oder Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, auch andere Berater, Gemeindeberaterinnen und so. Und auch Verantwortliche von Landesstellen, von einigen Bundesländern, waren dabei so 20, gute 20 Leute. Und dort haben wir ein bestimmtes Modell entwickelt, wo wir gesagt haben, es gibt eigentlich vier Sphären. Es gibt die Politik, die getragen ist von den politischen Parteien. Es gibt die Verwaltung natürlich, die natürlich mit der Politik eng zusammenarbeitet. Es gibt die Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben sie dann Menschen genannt, weil einer, ich glaube, der Martin Netzer, ist er da? Der ist, jedenfalls habe ich ihn heute schon gesehen. Der Martin Netzer hat uns aufmerksam gemacht, was sagt, wenn wir Bürgerinnen und Bürger sagen, dann meinen wir rechtlich die Leute, die das Wahlrecht haben. Daher sagen wir, eigentlich machen Politik für die, mit den Menschen. Menschen sind auch Kinder und alle, die sozusagen sich beteiligen wollen. Und dann die vierte Sphäre, das sind, ich sag mal, alle Funktionssysteme der Gesellschaft. Alle, die in der Kultur tätig sind, die in der Bildung tätig sind, die sozusagen im sozialen Bereich tätig sind und alles dazu. Und die Idee war, also das war eigentlich das Ergebnis unserer Arbeitsgruppe, dass die Leute gesagt haben, ideal wäre so, egal wer irgendeine Initiative setzt, automatisch lädt er oder sie die anderen mit ein zu einer Resonanz. Drum Resonanzdemokratie statt Produktdemokratie. Und das haben wir auch mit Beispielen durchgespielt und das ist wirklich gedanklich hat es gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gemeinden das so machen, aber sie haben überzeugende Beispiele erzählt, dass es auch gut funktioniert. Mir ist es aufgefallen, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Resonanz aller in einer Gesellschaftsgruppe, in einer Gemeinde hereinzuholen. Ich möchte nur ein Beispiel sagen. Mühlviertel, eine Gemeinde. In dieser Gemeinde gibt es seit kurzem keinen Saal mehr, wo sich die Menschen treffen können. Wir haben zwar Gasthäuser, aber keinen größeren Saal, wo man Taufen, Hochzeiten und so Dinge machen kann. Nur einen Saal gibt es, der ist von der Kirche. Nur das Gebäude, da müsste saniert werden. Dann ist jemand, der sich da auskennt, ist zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt, ja, könntet ihr das übernehmen, die Gemeinde? Ja, wir haben kein Geld. Dann sind sie natürlich zur Kirche gegangen und da gibt es so eine Finanzstiftung, der hat gesagt, nein, das geht nicht, weil aufgrund der Mitgliederzahl von Kirchen ist das nicht möglich. Das heißt, auch selbst im kirchlichen Bereich ist es so weit gegangen, dass niemand mehr eine Sensibilität entwickelt hat, was es eigentlich bedeutet, keinen Platz, keinen Ort mehr zu haben, dass Menschen in der Gemeinde sich begegnen. Und Begegnung ist
vor allem ein Akt von Gelegenheiten. Es müssen Gelegenheiten geschaffen werden. Und diese Sensibilität, dass es Gelegenheiten braucht, ist über weite Strecken verloren gegangen. Und Politik macht das vielleicht nur als Veranstaltungen, indem sie ihr Produkt verkaufen, aber nicht mehr wirklich als Resonanzpolitik. Also das ist schon mal das grundlegende Ergebnis von dieser Arbeitsgruppe, und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil heute ist auch der Karl Siegersleitner hier. Und der wird auch später noch auftreten hier. Natürlich. Vor Jahren, vor Jahrzehnten kann ich sagen, habe ich mit dem Karl Siegersleitner so eine Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungsberatung gemacht, und die Adressaten waren die Gemeinden. Und der Karl Siegersleitner hat damals schon begonnen, genau das, nämlich, dass er gesagt hat, die politischen Parteien brauchen wir, damit wir irgendwelche Mehrheiten haben. Aber das Entscheidende ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren Bedürfnissen mit dabei sind und dass sie eingeladen sind, einfach mitzumachen, um ihres zu machen. Zum Beispiel hat er dort ein neues Geschäft, gab kein Geschäft mehr, ein neues Geschäft aufgebaut, wo die Bürgerinnen mitgearbeitet haben. Ein neues Gasthaus, gab kein Gasthaus mehr, ein neues Gasthaus wieder einzuführen, wo die Leute auch mitgearbeitet haben. Also auch ein Bewusstsein zu schaffen, damit viele Gelegenheiten geschaffen werden, damit sich Menschen in der Gemeinde begegnen. Super. Ich danke dir, Leo, für diese Ausführungen. Danke. Dankeschön.